Also jetzt noch der Unterschied zu Heroin und Kokain. Also Kokain ist mehr so psychisch, so stressig. Wenn man es nicht mehr hat, dann will man immer wieder gleich wieder welches haben. Aber bei Heroin ist halt psychisch und körperlich. Es gibt einen Entzug bei Heroin. Das ist der Unterschied zwischen Koks. Koks gibt keinen Entzug. Koks ist nur der Kopf. Und bei Koks ist auch schwierig, ist schlimm. Man kann halt ein bisschen dement werden. Man wird so ein bisschen neben der Spur. Man ist nicht mehr der gleiche und tut irgendwelche Faxen machen, was man nicht normal erwartet von einem Menschen. Also, wie soll ich das erklären? Faxen ist es nicht richtig gesagt. Das ist der benimmt sich manchmal so, dass das ist einfach unvorstellbar, einem normalen Menschen das zuzutrauen. Und das ist einfach schon heavy, wenn man das sich da anschaut. Und Heroin ist halt dieses Entzug. Das Entzug ist ziemlich schwierig. Und ohne das, morgens zum Beispiel, wenn man aufsteht und man hat nichts, kriegt es erstmal auf die Reihe aufzustehen und erstmal irgendwo was suchen. Und wenn du erstmal kein Geld hast, musst du erstmal nochmal Geld machen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Aber danach, wenn du das hast, dann ist es auch das beste Gefühl, was es gibt. Das muss man auch sagen. Aber natürlich ist, also meine Meinung nach ist Heroin auf jeden Fall ziemlich schwieriger wegzukommen. Weil Kokain, die Leute zum Beispiel, wenn die heute auf morgen das Kokain wegbekommen, die werden zwar ihre Kopfkino haben, aber keine Entzugserscheinung oder sonst irgendwas. Aber bei Heroin, da fängt erst der Spaß an. Und das dann für das kann von 5 bis 10 Tage werden. Und die Psyche geht dann nochmal bis gleich wie einen Monat. Und das ist echt heavy, diese Unterschiede. Und das eine ist ja so ein Aufputschmittel, das andere ist ein Downer. Das eine macht zum Schlafen, das andere ist zum Wachwerden. Und wenn man zu viel davon nimmt, von dem Koks zum Beispiel, kriegt man auch einen Downer, weil es schon zu viel ist und man manche Tage wach ist. Manchmal bin ich 5 Tage wach durch das, ja. Ich mache manchmal auch Cocktail, Heroin und Kokain gemischt. Und man ist 5 Tage wach, aber wenn man einmal einschläft, dann weg geht nichts mehr. Vor 2, 3 Tagen war ich im Zug. Da bin ich die gleiche Linie locker 6 oder 7 Mal gefahren, hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. Und habe ganze Zeit geschlafen. Ich habe nicht einmal gehört, wo der Zug sagte, Hauptbahnhof oder sonst irgendwas. Nichts, einmal. Und Gott sei Dank war das ein Spanier, der Schaffner. Und ich bin Portugiese, der war nicht so böse auf mich. Und er hat gesagt, ich sollte meine Karte zeigen. Ich hatte eine Tageskarte, Gott sei Dank. Und dann hat er gesagt, ist okay. Er sagte, bleib relaxed auf deiner Bank. Sobald die Taunusanlage da ist, dann werde ich dich herkommen und dich wecken. Und das hat er auch gemacht und so bin ich auch rausgekommen. Sonst wäre ich wieder nicht rausgekommen. Ist echt schwierig. Wenn man einmal in diesen Schlaf reinkommt, dann muss man die Tage wieder alles nachholen. Aber bei 5 Tagen sind es knapp 40 Stunden. Und deswegen. Und dann macht man die Augen auf und hört gleich wieder zu. Egal, wie Schmerzen du hast, ob du einen Zug hast oder nicht, mach Augen auf, weiter. Solange deine Augen noch nicht reif sind, um aufgemacht zu werden, mach sie nicht auf. Das ist echt der Hammer. So ist kein normaler Mensch. Kein normaler Mensch macht sowas. Auf den Zug schlafen, auf der Bank. Und manchmal bestimmt machst du dich auch noch locker. Irgendwie die Leute sitzen dann nebenbei. Das ist ja schon peinlich vom Feinsten. Dann wird aber deine Sachen auch beklaut, also Tasche oder so, kommt auch weg. Ja, das ist halt das Negative an der Sache. Wenn man abhängig ist, entweder klaut man oder man wird beklaut. Ja, das ist halt so.